Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir wollen heute ein Video mit Valentino machen und zwar wollen wir ein bisschen Schlitten fahren, weil es einfach geschneit hat, sehr dolle, die letzten Tage. Um 16 Uhr wollte ich im Stall sein und jetzt ist es 16.14 Uhr. Solltest du nicht eigentlich mal lieber das Zimmer hier aufräumen? Ja, eigentlich schon. Das machen wir einfach heute Abend, egal. Heute Abend? Das sagst du schon seit 3 Tagen. Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal ganz schnell in den Stall und fahren Schlitten. Und ich freue mich einfach so sehr darauf, weil ich das jetzt schon einmal gemacht habe dieses Jahr. Und das war richtig nice. Und ich hoffe, das wird dieses Mal auch so gut werden. Dann bin ich auch schon in den Stall gefahren. Dann habe ich Valentino geputzt, fertig gemacht. Habe noch sein Kutschgeschirr dran gemacht und dann ging es auch schon los. Wir haben das Geschirr jetzt dran gemacht. Oder unsere tolle Konstruktion mit den Stricken. Und werden jetzt losfahren. Und ich wollte noch einmal vorher sagen, wenn eure Pferde das natürlich nicht können oder so, nicht nachmachen. Ja, aber Leute, also wirklich jetzt nicht irgendwie in Lebensgefahr bringen, weil ihr auch Schlitten fahren wollt. Und dann geht das Pferd richtig ab. Valentino kennt das halt. Ich fahre sonst ja... Oh, ich bin fast ausgerutscht. Ich war ja sonst mit ihm halt auch immer Kutsche. Und deshalb denke ich, ist es halt jetzt nicht so der größte Unterschied. Hier habe ich Valentino dann aber auch noch sicherheitshalber festgehalten, weil ich nicht wusste, wie Tini sich da hinten so schlägt auf dem Schlitten. Ich habe teilweise das Gefühl, Valentino denkt, er ist ein Hund. Er hat gerade schon versucht, diesen Stock zu essen. Und das macht er schon wieder. Wie ein Hund. Findet ihr auch, dass Valentino einfach manchmal eher wirkt wie ein Hund als ein Pferd? Fühlst du dich sicher? So eine 5 von 10. Tini hat sich zwar nicht hundertprozentig sicher gefühlt, aber ich dachte, ich lasse Valentino doch einfach mal los, weil es einfach gut geklappt hat und Valentino einfach so gelassen und cool drauf war. Und dann wollte ich aber unbedingt auch mal auf den Schlitten und habe mich dann auch schon drauf gesetzt. Bist du bereit? Ja, go, go. Yes! Dann bin ich auch schon alleine gefahren und es ist zwar jetzt echt nicht der größte Unterschied zwischen der Kutsche und dem Schlitten, aber es macht einfach total viel Spaß. Und dann hatte Tini auch noch eine sehr fiese Überraschung für mich. Oh mein Gott, ich hab einen Schock bekommen! Willst du mich verarschen, Alter? Ich hab so einen Schock bekommen! Alter, damit habe ich halt jetzt gar nicht gerechnet. Was soll man dazu sagen? Oh, ich hab das hier alles drin. Die Rache wird für die Aktion echt noch kommen, also Tini macht dich schon gefasst da drauf. Es klappt richtig gut, weil Valentino ist richtig brav und läuft hier sehr schön die Straße entlang. Ist ein bisschen flott, wie man sehen kann. Dann wollte Tom sich auch nochmal unbedingt auf den Schlitten setzen und ich habe mich richtig gefreut, weil ich mir einfach denke, wir kommen dem Reiten immer ein Stück näher und irgendwann wird Tom sich auch nochmal auf Gollum setzen. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, mein neues Auto. Schreibt mal ein paar lustige Namen für mein neues Auto in die Kommentare. Hier kommt das nächste Gefährt. Wie heißt euer Auto? Bernd. Bernd. Das ist Bernd, das Auto. Ja. Es schneit jetzt einfach schon wieder. Ich glaub's nicht. Ich glaube, so viel Schnee lag hier die letzten 20 Jahre nicht. Und wie ihr wisst, bin ich erst 18 Jahre alt. Ja, wir laufen jetzt wieder zurück. Valentino hat es richtig gut gemacht. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Willkommen zu Teil 2 oder Part 2. Wir werden jetzt noch eine Runde mit Gollum rausgehen. Es liegt immer noch Schnee und es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang gerade. Und da möchte ich auf jeden Fall mit Gollum ein bisschen reiten und Fotos machen und dann nehmen wir euch ein bisschen mit. Und passt ja jetzt irgendwie zu dem Schlittenvideo mit Valentino. Genau. Es ist so schön. Ich komme nicht drauf klar, wow. Die Videos um Schnee sind einfach so schön geworden und deshalb höre ich jetzt einfach auf zu quatschen und lasse euch einfach Musik drüber spielen. Wir sind fertig und es war einfach unglaublich schön. Man muss natürlich im Schnee ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie ausrutscht oder so. Also immer besonders in den Kurven ganz vorsichtig oder am besten durchparieren. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich konnte auch ein bisschen freihändig reiten und so.
Ja, und Gollum war richtig brav. Wie immer eigentlich. Boah, war das jetzt auch schon wieder komplett chaotisch. Aber Leute, verzeiht es uns. Wir sind momentan echt im Stress. Ich habe viel mit der Schule zu tun. YouTube, Instagram, Stories mache ich ja jetzt auch jeden Tag. Und ich versuche euch immer ganz viel da jetzt mitzunehmen. Auf Instagram heiße ich übrigens Palomino Gollum. Also erstmal Eigenwerbung. Ja. Am Anfang vom Video bin ich mit Valentine Schlitten gefahren. Dann einen anderen Tag bin ich mit Gollum im Schnee geritten im Sonnenuntergang. Oh, das sah echt richtig schön aus und die Bilder sind auch sehr, sehr, sehr schön geworden. Und heute schon wieder ein anderer Tag. Und heute schon wieder ein anderer Tag, wo ich jetzt das Ende drehen möchte. Und vom Anfang vom Video, da war es hier doch noch alles dreckig. Ja, und das habe ich alles einfach gestern aufgeräumt. Also Leute, wirklich mit dem Umzug haben wir einfach am meisten zu tun momentan, weil wir die ganzen Sachen halt von unserem Zuhauses... Zuhauses? Was ist Plural von Zuhause? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall von zu Hause müssen wir die ganzen Sachen hierher tun und dann einsortieren, in Regale tun und so. Und dann habe ich ja auch noch die Schule. Und ja, das ist irgendwie alles so viel Stress. Und jetzt gleich muss ich auch wieder ganz schnell in den Stall fahren und so. Aber ich denke, ihr könnt es uns verzeihen. Und in nächster Zeit werden dann wieder längere Videos kommen, hoffentlich. Weil mir macht das auch immer total viel Spaß. Und das ist halt auch so eine Abwechslung dann zum normalen Alltag, einfach diese Videos zu drehen. Und deshalb verzeiht es uns, wenn nicht alles immer so pünktlich kommt, wenn nicht alles so früh kommt wie sonst immer. Aber momentan ist einfach eine relativ stressige Zeit, aber es kommen andere Zeiten, Leute. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken. Das ist immer so dumm, wenn ich immer so sage, ich möchte mich jetzt wieder bei euch bedanken und so. Aber ich meine es halt wirklich ernst. Es ist halt einfach so krass. Ich schaue halt mir auch immer die Kommentare unter den Videos an und ihr schreibt da immer so, so liebe Sachen und da wollte ich mich nochmal bei euch bedanken, weil ich habe auch wirklich das Gefühl, dass euch die Videos echt immer gut gefallen und so und das ist halt mega das schöne Feedback, immer wenn man das so hören kann und nicht irgendwie einen Schrott zeigt und alle Leute denken sich so, Alter, dein Leben interessiert keinen. ja. Aber es werden bald auch wieder andere Videos kommen, wo ich wieder so ein Video mit einer bestimmten Farbe mache. Das möchte ich unbedingt bald mal wieder machen. Und dann natürlich noch eine Roomtour, wenn hier alles ready ist. Aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, weil wir wollen euch natürlich das fertige Ergebnis zeigen und nicht, wenn es hier noch alles im Chaos irgendwie ist. Obwohl ich echt schon aufgeräumt habe. Ich fahre jetzt auf jeden Fall in den Stall und euch wünsche ich noch einen ganz schönen Abend. Denn das Video muss Tom jetzt auch noch zu Ende schneiden. Viel Spaß. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder in neuer Frische. Und vielleicht haben wir das ganze Leben hier auch ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.